Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Das soll hier mal ein kleiner Uncut-Talk sein. Aber wahrscheinlich werde ich sowieso cutten, deswegen lassen wir das. Aber ein kleiner Talk sein, ob sich das Spiel aktuell lohnt. Ob ihr beherzt zugreifen könnt. Weil das ist somit die meistgestellte Frage im Stream tatsächlich. Ob sich Diablo 4 aktuell lohnt für 80 Euro. Ich habe ja noch kein Kritikvideo dazu rausgehauen. Dazu fehlt mir einfach aktuell noch das Knowledge. Ich habe zwar hier ein Level 94er Barbar und auch Spielzeit von 164 Stunden, aber ich habe die anderen Klassen noch nicht zu Ende gespielt, das heißt bis Level 50 und höher. Ich habe Hardcore noch nicht richtig reingesuchtet. Ich habe noch gar kein PvP gemacht. Das übrigens findet diesen Freitag statt, wenn ihr da dabei sein wollt. Wir werden zusammen ins PvP-Gebiet gehen. Der Clan und ich gehen zusammen ins PvP-Gebiet und da wird es richtig witzig. Da nochmal Werbung in eigener Sache. Ja, lohnt sich das Game? Also erstmal muss ich ganz klar sagen, ja, weil ihr kriegt hier ultra viel Content geboten für 80 Euro, sehr viel Spielstunden, die ihr reinstecken könnt. Also es ist, wenn man sich jetzt nur die Story angucken wollen würde, würde man trotzdem 50 Stunden bekommen und das ist für ein Spiel schon extrem viel, auch wenn es 80 Euro kostet. Also da haben wir andere Spiele so in den letzten Monaten gesehen, die waren eine Vollkatastrophe. Ich sag's, ich muss es einfach immer wieder sagen, es tut mir leid. Gollum zum Beispiel, das war eine Vollkatastrophe. Die 50 Euro habe ich einfach angezündet. Game eine Stunde im Stream gespielt und dann war ich aber auch so genervt und das, ja, das wirst du auch nicht mehr los. Aber was man hier geboten bekommt, man kriegt 5 Charakterklassen. Da sollte für jeden auf jeden Fall was dabei sein. Bis Level 50 geht's relativ zügig und da hat man dann auch die Story gesehen. Die Karte ist sehr groß, wird in mein Kritikvideo kommen, aber ich kann es hier schon mal ein bisschen Foreshadowing machen. Mir gefällt die Karte gar nicht, also wirklich gar nicht. Es gibt viele Dinge, die mich an der Karte sehr doll stören. Unter anderem zum Beispiel, dass es keine großen Gebiete gibt. Alles ist so gängemäßig und ich hasse das so sehr. Bei Diablo 3, das war das Game, was ich viel gespielt habe, und auch bei Diablo 2... war gerade in der Overworld, dass viele große Bereiche offen waren. Also vieles so in diesem, so wie das hier gehalten. Und das hat man gar nicht. Man hat sowas, so einen kleinen Abschnitt, aber dann kommt wieder so eine dicke Mauer und ja, gefällt mir gar nicht, die Overworld. Aber dazu dann später mehr. Das Endgame gefällt mir aktuell auch nicht so. Also die Höllenflut macht mir von allem am wenigsten Spaß. Ich überlege gerade, ob Spoilerwarnung, aber wir haben den 20.06. Leute, Spoilerwarnung. Nach 2 Wochen keine Spoilerwarnung mehr. Wir haben die Höllenflut, die macht mir aktuell am wenigsten Spaß. Wir haben den flüsternden, den Totengeflüsterbaum, Totenbaum, wie heißt der Typ? Totengeflüster, der flüsternde Baum. Das ist ganz okay, würde ich sagen. Vor allen Dingen später, um die Kodexe zu sammeln. Macht jetzt auch nicht übel Spaß, aber die Belohnung ist okay und kann man mal so mitnehmen. Und dann ist natürlich das Riesending die Albtraum-Dungeons. Hier, ich habe hier gerade ein paar dabei. Das ist natürlich eigentlich das Ding fürs Endgame. Und ich glaube, ich habe weit über 200 Dungeons jetzt schon gemacht mit den Siegeln. Und die haben viele Schwächen. Ich hoffe, dass der Patch, der demnächst kommen soll, das alles fixt. Was sicher ist, ist, dass das Siegel mehr Erfahrung geben wird. Was sicher ist, ist, dass wenn ihr ein Siegel zündet, ihr direkt dorthin teleportiert werdet. Das war auch immer so eine Pain, immer zu den Siegeln hinlatschen. Und manche sind echt weit weg von dem Wegpunkt. Da musst du da erstmal hinlaufen. Das ist wirklich, wenn du wirklich 20, 30, 40 Stück hintereinander machen willst, was du ja machen musst, um zu looten und zu leveln im Endgame, wird es auf Dauer echt nervig und es ist gut, dass die jetzt nach 2 Wochen Release, also der nächste Patch, der wird irgendwann jetzt in den nächsten Wochen kommen, das fixen werden. Ich weiß nicht, wieso das nicht von Anfang an drin war, weil wir hatten in der Alpha und Beta eigentlich genug Zeit, das zu checken. Nicht in der Open Beta, da haben wir ja nur Akt 1 gesehen, aber in der Alpha weiß ich, dass sie da das komplette Spiel gespielt haben. Und da sollte eigentlich das Endgame, da sollte das eigentlich aufgefallen sein, deswegen da auf jeden Fall ein mega Kritikpunkt von mir. Ja, ich hoffe, dass man die Siegelstufe sich ein bisschen besser aussuchen kann.
Das wird es wahrscheinlich nicht geben, weil aktuell ist es so, Stufe 40 bis 50 und wer es nicht weiß, die Siegelstufe plus 53 ist die Stufe der Gegner, also das Level der Gegner. Habt ihr jetzt also ein Siegel Level 20, dann sind die Gegner Level 73, 74. Habt ihr ein Siegel Level 50, dann sind die Gegner Level 103, 104, also in dem Bereich, wo ich mich gerade aufhalte. A, sind die Siegel schweineteuer, Stufe 40 und 50. 450 Siegelpulver, 250 Siegelpulver, irgendwie sowas, also übel teuer. Man kann sich die Siegel nicht aussuchen. Also ganz oft kriegt man echt schlechte Siegel. Wirklich sehr schlechte Siegel. Was habe ich denn hier gerade? Shifter-Ruin sind okay. Gefängnis von Caldeum, Pain, echt kacke. Erdwunde ist gut, aber da gibt es die Geister und Geister sind doof. Flüstern-Kiefer, auch nicht so nice. Also ich habe mal mit dem Chat zusammen eine Liste erstellt mit allen guten und schlechten Altrum-Dungeons. Von gut, okay und schlecht. Vielleicht mache ich dazu irgendwann mal ein Video. Ja, und man kriegt nie die guten. Man kriegt immer die schlechten. Und dann muss man auch unterteilen, ob man einfach nur durchrennen will, für die Glyphen zu leveln. Will man da durch, um looten und zu leveln? Es ist. Also das ganze Altrum-Dungeon-Ding ist nicht so geil, leider. Und dann war es das schon wieder mit dem Endgame. Dann haben wir noch PvP. Ich glaube, das machen die wenigsten. Und das war's. Also Höllenflut, die sowieso nicht die ganze Zeit ist, sondern immer nur eine Stunde und dann wieder nicht. Der Totenbaum, wo ihr bis zum Umfallen grausige Gaben sammeln könnt, um dann eine Kiste dort zu bekommen. Auch nicht so erfüllend. Also es sind eigentlich nur die Albtraum-Dungeons, die euch Endgame-Stuff bieten. Oder man läuft einfach so andauernd durch die Scirocco-Höhle, was die meisten, glaube ich, aktuell machen. Ja, es fehlt Endgame-Stuff. Und ich hoffe, dass die Season da dann Abwechslung bringt. Ich meine, so wie ich jetzt hier in ein paar Wochen auf Level 100 zu grinden, das ist ja eigentlich sowieso nicht Sinn der Sache. Es ist auch so, dass der allergrößte Teil der Spieler noch gar nicht durch ist mit der Story. Das heißt, die Leute, die jetzt schon durch sind und im Endgame rumlaufen, so wie ich, in Weltstufe 4, über Level 80 oder über Level 90, das ist so ein geringer Teil. Die allermeisten sind noch am Anfang oder probieren sich noch an den Klassen aus und so. Deswegen kann ich verstehen, dass der Aufschrei gerade auch noch nicht so groß ist oder nur von den Hardcore-Leuten, so wie von mir. Katze im Bild. Deswegen würde ich das jetzt aktuell erstmal nicht als Kritikpunkt mit reinnehmen. Weil man halt auch ultra viel zu tun hat, wenn man sich nur die Story und die Charakterklassen anguckt. Deswegen ist das wirklich, das ist schon Meckern auf hohem Niveau. Und als letztes will ich wirklich nochmal den Shop ansprechen. Ich hatte schon mal ganz am Anfang, am 2. Juni, als das Game rauskam, ein Video dazu gemacht, wie erschüttert ich war über die Shop-Preise. Und da waren einige Kommentare dabei, die A gesagt haben, wieso, die Preise sind doch voll normal, guck dir mal das und das Game an, guck dir mal Call of Duty an, guck dir mal Fortnite an, guck dir mal, ich weiß nicht, ganz viele Spiele wurden genannt, die ich auch nicht kenne, mit Abkürzungen. Und ich finde es erschreckend, dass die Leute das für normal halten. Weil ich kann euch sagen, Leute, nur weil andere das machen, heißt das nicht, dass wir die Preise schlucken müssen. Die sind absolut nicht normal. Absolut nicht normal. Es gibt gute Beispiele, wo die Preise günstig sind. Also so ein Handy-Game wie zum Beispiel Clash of Clans oder Clash Royale, die schon seit Jahren, wenn nicht sogar Jahrzehnten Skins haben, die bezahlbar sind. Also, was heißt bezahlbar? Die sind da immer noch teuer, aber weit weg von 20 Euro. Also wer, ich verstehe nicht, wieso Leute denken, das wäre gut und normal, dass die Skins 20 Euro oder mehr kosten. Und das sind ja nicht mal irgendwelche besonderen Skins, die irgendwelche Kooperationen mit Disney oder so haben, wo man denkt, okay, die müssen richtige Lizenzen zahlen. Das sind ausgedachte, selbst erstellte, keine nostalgischen, das ist ganz normal. Wir können mal in den Shop gucken, weil mich das so aufregt. Ganz normal, also das ist nichts Besonderes. Das ist nichts Besonderes. Das macht dir ein Entwickler nicht mal einem Nachmittag, rotzt der dir so ein Skin dahin. Und da wollen die 18 Euro für. Wahrscheinlich noch gereused die Schuhe und so, weil die sehen sehr verdächtig aus wie Schuhe, die wir schon haben. Also, ich bleib dabei. Das ist viel zu teuer. Und ich werde einen Teufel tun, hier Geld reinzustecken. Ich fände es übel nice, wenn es hier einen Ingame-Shop gäbe,
mit vernünftigen Preisen wie sowas hier. Das sieht ganz cool aus, auch nichts Besonderes, aber cool. Aber 17 Euro, ich könnte mich da schon wieder stundenlang drüber aufregen, dass, wenn da 1,70 Euro wäre oder 2 Euro. Und auch die Pferde. Okay, ich glaube, mein Standpunkt ist klar. Die Sachen, das 24 Euro. Da sind jetzt noch zwei Weapon-Skins dabei, die aber auch nicht besonders sind. Nee. Also, wenn da nicht mal irgendwann eine Kooperation kommt, wie ich habe heute zu ihm gesagt, mit Vikings, mit Game of Thrones, wenn hier ein Khal Drogo-Skin kommt für den Barbaren, da sind wir hooked. Oder, weiß ich nicht, sonst irgendwas, was mit The Witcher, was ein anderes Spiele-Franchise ist, was wahrscheinlich nicht so viel Sinn macht, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wenn hier richtige geile Kooperationen kommen, da ist man dann auch mal bereit, ein 20, also eigentlich nicht, 20 Euro, ich komme darauf nicht klar. Ich weiß, ihr Leute, ihr denkt, das ist wenig, weil man andere Spiele gehen, nehmen 50 Euro dafür, aber es ist so unglaublich. Ja, aber unabhängig davon, übrigens, wir haben einen Clan. Wenn ihr dem Clan beitreten wollt, ihr seid herzlich eingeladen. Man kann 150 Leute im Clan haben. Wir sind aktuell 13. Sind auch jeden Tag Leute online. Ich bin jeden Tag live. Wenn ihr da dabei sein wollt, hier habt ihr den Namen oben. Und das war so ein kleiner Talk. Ich dachte mir, das ist vielleicht ganz interessant für euch zu hören, wie meine Meinung dazu ist, zur aktuellen Lage des Spiels. Ein Kritikvideo wird kommen, wenn die Patches draußen sind, wenn die Season draußen ist, wenn ich die anderen Charakter gesehen habe, wenn ich das Spiel auf Platin habe. Wahrscheinlich bei 200, 300 Stunden oder so. Da wird es nochmal ein umfangreiches mit Skript Video zu kommen. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, gerne ein Follow auf den Kanal da lassen. Gerne ein Like auf dem Video und würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.